Die Sonne strahlt, die Bälle fliegen und die Tennisplätze des BTTC Grün-Weiß sind Schauplätze für die Finalspiele der Sommer Open. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, macht immer sehr viel Spaß hier mit den Open. Und man kommt mal mit Bekannten zusammen, die man schon kennt, aber man spielt auch öfters mal mit Leuten, die man noch nicht kennt. Geprägt von aufregenden Familienduellen bietet das Turnier gleichermaßen Raum für routinierte Spieler und Tennis-Neulinge. Ein solches Duell findet auch zwischen dem 17-jährigen Jan-Malte Hartwig und dem doppelt so alten Tobias Schlicke statt. Während Schlicke mit seiner präzisen Spielweise brilliert und Hartwigs Kampfgeist für ein mitreißendes Match sorgt, setzt sich letztendlich die Erfahrung durch. Ich darf jetzt erstes Mal mitspielen. Das macht einfach Spaß, mal gegen Leute zu spielen, gegen die ich normalerweise nicht spiele. Ich spiele ja sonst immer gegen die andere Jugend hier. Es ist wahrlich eine Seltenheit, dass die Schwestern Imke und Wiebke Weber in einem Damenfinale aufeinandertreffen. Sofort ist die Spannung auf dem Platz förmlich greifbar. Und obwohl sie einander nichts schenken, behält die ältere Schwester Wiebke die Oberhand. Ich finde einfach, dass man dadurch nochmal eine ganz andere Spielatmosphäre hat und besseres Matchtraining. Und man kommt auch einfach mal mit anderen Leuten ins Spiel, mit denen man sonst so nicht in Kontakt kommt. Vater-Sohn-Duo Markus und Wolfgang Reinhardt lassen die Herzen der BTTC-Mitglieder höher schlagen. Ihre Bindung ist auf und neben dem Platz unübersehbar und ihre Harmonie zeigt sich erst recht in jedem Schlag. Mit beeindruckender Präzision und eingespieltem Teamgeist setzen sie sich gegen Martin Voges und Tobias Neumann deutlich mit 6:1 und 6:2 durch. Ich habe mir am meisten gefreut, dass ich mit Markus zusammen gespielt habe, dass Markus mit mir auch spielen wollte und dass wir heute zusammen Doppel gespielt haben. Das zählt noch viel mehr als der Sieg. Ebenfalls Grund zur Freude gibt es bei den U18-Junioren. Sie krönen sich im Finale gegen den Tennisclub 1899 Blau-Weiß zum strahlenden TVBB-Verbandsmeister. Super Erfolg, super Teamleistung. Wir haben alles sehr gut gemacht und am Ende hat es sich halt gelohnt. Eine Fülle an Emotionen, ein Netzwerk aus Freundschaften und zahlreiche Partien. Die Finalspiele der Sommer Open mögen zwar vorbei sein, aber dieser Wettkampf markiert auch den Beginn einer neuen Saison voller Tennisabenteuer und Herausforderungen.